schon an. Wo Gewalt nicht siegen kann. Denn in jeder Nacht hat Maria Sacht Gottes Sohn zur Welt gebracht. Licht im Wort vom Frieden kaum zu hören, kann die Dunkelheit zerstören. Denn in dieser Nacht, da hat Gott mit Macht Licht in unsere Welt gebracht. Licht im Dunkel. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Mit diesem Zuspruch möchte ich euch heute Abend begrüßen zu unserer Christvesper. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für das Lied. Sehr tiefgehend und sehr berührt, muss ich sagen. Ich habe etwas vergessen, meine Blätter. Alle Jahre wieder, so haben wir vielleicht öfters gehört in dieser Weihnachtszeit als Weihnachtslied, und ich habe mich die letzten Jahre immer schon gefragt, ist es wirklich so, alle Jahre wieder? Wenn ich so bei uns in die Familie schaue, wir haben eigentlich relativ lange schon immer die gleiche Tradition, wie Weihnachten gefeiert wird. Vielleicht mal an einem verschiedenen Ort, aber eigentlich ist es immer dasselbe. Christvesper, man trifft sich, man isst zu Abend und so geht man das Weihnachtsfest. Und ich möchte euch mal einladen auf eine kleine Zeitreise und einen kleinen Vergleich ziehen, Weihnachten früher zu heute. Weihnachten damals. Josef sprach zu Maria: Maria, komm, wir müssen los. Wir sind schon so spät dran und ich weiß immer noch nicht, wo wir unterkommen werden. Ich kann nicht schneller, mein Bauch tut schon weh. Komm Maria, steig auf den Esel, dann sind wir schneller. Ich verstehe es immer noch nicht, was Kaiser Augustus mit dieser Zählung erreichen will. Weihnachten heute. Ein Ehepaar. Sag mal Schatz, wo feiern wir eigentlich dieses Jahr Weihnachten? Ich bin ja dafür, dass wir wieder bei deinen Eltern feiern. Da ist einfach genug Platz und ich finde es einfach gemütlich mit dem Kamin und der angenehmen Wärme. Ja, also da habe ich prinzipiell nichts gegen. Die haben ja auch eine viel größere Küche und ich muss am nächsten Tag nicht aufräumen. Das passt schon. Ja, und Sie sind bestimmt froh, wenn Sie hinterher nicht mehr fahren müssen.
Damals, eine kleine Gruppe Hirten auf dem Feld bei den Schafen bekommen unerwarteten Besuch von den Engeln. Die Hirten sind starr vor Angst und sprachlos. Fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Heute, nach dem Weihnachtsgottesdienst. Und wie fandest du die Christvesper? Ja, war eigentlich ganz in Ordnung. Ist ja eigentlich jedes Jahr ganz schön. Nur etwas kalt gewesen dieses Jahr. Und sag mal, wer waren das denn für Leute, die da drüben gesessen haben? Keine Ahnung. Ich habe die eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe ja nachher noch mit dem Pastor gesprochen. Wir sind wieder bei damals. Die Hirten. Kommt schnell, wir wollen uns anschauen. Unglaublich, dass der Engel ausgerechnet zu uns dreckigen Hirten kommt, um uns sowas Wichtiges zu sagen. Ausgerechnet zu uns. Am Ort der Feier angekommen. Wir sind wieder am Heute. Opa, der Weihnachtsbaum ist ja wirklich der Wahnsinn. Ja, habe ich günstig bekommen. War ein Weihnachtsschnäppchen. Schatz, sag mal, hast du eigentlich die Tasche mit den Geschenken mitgenommen? Da ich wusste, dass du nicht dran denkst, habe ich die schon mal ins Auto getan. Oh. Damals. Die Hirten bestaunten Jesus und erzählten, was sie von den Engeln gehört haben. Alle wunderten sich darüber, was die Hirten erzählten. Und Maria ging diese Worte direkt ins Herz. Heute? Es wird fröhlich und gut gegessen. Danach natürlich die Bescherung. Und es scheint so, dass alle mit den Geschenken zufrieden sind. Alles in allem ist man sich wieder einig, dass es eine wieder richtig gelungene Weihnachten war. Aber eigentlich sind alle zufrieden. Aber sind sie auch bewegt? Eigentlich sind alle glücklich, aber hatten wir tiefe Freude? Es gab tolle Geschenke, aber keins für die Ewigkeit. An alles gedacht, aber auch an Jesus, das war so meine Frage. Und jetzt gibt es zwei Perspektiven, wie man jetzt darauf schauen kann. Wir wollen heute Weihnachten feiern und das ist gut so. Und ich glaube, Gott freut sich auch, wenn wir zusammenkommen und ja, wenn wir feiern, wenn wir gut essen, gut trinken und uns einfach freuen. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht Jesus ein wenig Platz an diesem Weihnachtsfest geben. Vielleicht einfach mal die Weihnachtsgeschichte lesen, zusammen beten und sich einfach mal bewusst machen, was wirklich Weihnachten passiert ist. Weil ich denke, das geht, also von mir aus gesehen, leider zu oft unter. Ich möchte zum Anfang mit uns beten und soweit wie es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater, ich will dir danken dafür, dass wir heute Weihnachten feiern dürfen. Dass es nicht einfach nur ein Fest ist, das im Kalender steht, sondern dass es eine ja, so große Wahrheit ist und deine Liebe zu uns bezeugt. Danke, Herr, dass du nichts unversucht lässt, um unsere Herzen zu gewinnen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir ja, dich mit einbeziehen, dass wir dich einladen dürfen. Und danke dafür, dass du gerne in unserer Mitte sein willst. Ich möchte dich für den Gottesdienst bitten, dass du ihn segnest und dass du uns ins Herz redest. Sei auch bei denen, die nicht hier sein können, die alt und krank sind, und begegne auch ihnen, Herr. Und danke dafür, dass Weihnachten besonders für die ist, die so oft vergessen werden. Amen. Das Schöne an so einem Gottesdienst ist, dass wir Lasten ablegen können. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen. Wir legen nämlich die Kollekte zusammen vor dem ersten Lied. Und es ist schön, wenn man viel leichter rausgeht, wie man gekommen ist. See you.
Wir hören jetzt gleich die Lesung der Weihnachtsgeschichte und wir wollen das dieses Jahr so machen, dass die Geschichte in einem Block gelesen wird und dazwischen singen wir jeweils ein Lied. Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches zu zählen und in Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger, und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil in der Unterkunft kein Platz für sie war. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr.
Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, sehen wir uns an, was geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nicht.
als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank für dieses Lied. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind so Lieder, die eigentlich gar nicht so in diese fröhliche Stimmung passen.
aber umso mehr Aussage haben und wie ihr es gesungen habt. Super, vielen Dank. Und es passt an diesem heiligen Abend, Jesus, um den soll es gehen. Heute feiern wir seinen Geburtstag und wie das bei Geburtstagen so ist, steht ja das Geburtstagskind halt auch im Mittelpunkt. Und manche haben ja auch Schwierigkeiten mit Geburtstagfeiern. Ne? Es gibt so Leute, die haben so 39 plus und das kommt dann jedes Jahr, weil eben sie nicht älter werden wollen. Manche haben da kein Problem mit. Ich glaube, Jesus hat kein Problem damit, dass wir heute seinen Geburtstag feiern nach über 2000 Jahren. Apropos Geburtstag. Apropos Geburtstag. Wie ist es eigentlich, wenn ihr auf Geburtstagsfeiern eingeladen seid und euch mit dem Geburtstagskind unterhaltet? Und wenn ich jetzt mal sage, so die großen Namen der Geschichte, habe ich mal drei rausgegriffen, wenn ich euch jetzt diesen Namen Mahatma Gandhi sage, welches Bild kommt euch? Wahrscheinlich dieses. Das ist überall zu sehen. Und wenn man Gandhi hört, also mir geht es zumindest so, habe ich dieses Bild vor Augen. Oder Martin Luther King, dann kommt wahrscheinlich dieses Bild. Oder Mutter Teresa, dann habt ihr dieses Bild vor Augen. Drei Menschen im letzten Jahrhundert, die ganz viel bewegt haben. Gandhi mit auch dieser gewaltlosen Bewegung, die er in seinem Volk sozusagen initiierte. Martin Luther King, Sklaverei, dieser berühmte Marsch in den USA. Mutter Teresa, die sich um die Ärmsten der Armen gekümmert hat. Drei Menschen, die unwillkürlich mit ihren Taten verbunden sind. Interessanterweise ist es so, wenn man an den Geburtstag Jesu denkt, ist es irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist mir so aufgefallen. Wenn wir über Jesus heute sprechen, dann sprechen wir heute oftmals an diesem Abend über das Kind in der Krippe. Ist für mich irgendwie so nicht ganz einsichtig. Mir geht es ja genauso. Wir sprechen von dem Kind in der Krippe. Wenn wir von Gandhi reden, dann haben wir den Mann vor Augen an seinem Geburtstag. Und deshalb möchte ich heute mit euch über einen Bibelvers nachdenken. Und das Thema habt ihr gesehen, bleibt nicht bei der Krippe stehen, weil wir sind versucht, dabei stehen zu bleiben. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Gedanken zusammengetragen, was denn der Grund sein könnte, warum wir vielleicht lieber bei dem Kind bleiben und nicht zu dem Mann gehen. Dieses Kind in der Krippe, wie es beim Baby so ist, dann hat man oft so eigene Gedanken, eigene Vorstellungen, auch wie dieses Kind werden wird. Wenn es das eigene ist, freut man sich natürlich über die Entwicklung. Aber dieses Kind kann noch nicht reden. Und dieses Kind kann auch nicht sagen, du, was du jetzt hier von mir denkst und was du jetzt alles in mich hineinlegst, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Wir haben uns letztens noch unterhalten zu Hause, die Geburt von Tom, ihr hatte da sowas aufgeschrieben. Und als dieser kleine Kerl dann, klein wie er war, bei mir im Arm lag, das Erste, was er macht, steckt mir die Zunge raus. Das war es dann mit den Hoffnungen, die man in dieses Kind gesetzt hat. Nein, aber ihr merkt, das sind so Dinge, die wir vielleicht hineinprojizieren und dieses kleine Kind in der Krippe, das kann auch nicht sagen, hey du, was du da alles mit mir verbindest, das bin ich überhaupt noch nicht. Und dieses kleine Kind in der Krippe, es kann noch nicht deutlich machen, weil es eben noch nicht gehen kann, noch nicht sagen kann, dass es nicht konform geht mit dem, was damals die Leute von ihm erwarteten. Dieses Kind in der Krippe wird noch nicht formulieren können, du, pass auf, dass du dich nicht verrennst. Er wird später einmal sagen, um was es geht im Leben. Dass nämlich Gott derjenige ist,
der Zugriff auf mein Leben haben will. Dass Gott derjenige ist, der mein Leben in seiner Hand haben möchte, es aber nicht von sich aus tut, sondern wartet, dass der Mensch da eine Antwort gibt, wenn Gott ihn anspricht. Dieses kleine Kind in der Krippe, es ist noch nicht imstande, den Menschen damals deutlich zu machen, Leute, das, was ihr gesellschaftlich erlebt, das werde ich auf den Kopf stellen. Er wird einmal sagen, selig sind, die es hungert nach Gerechtigkeit. Selig sind, die arm sind geistlich. Selig sind, und dann kommen diese Seligpreisungen. Er stellt sozusagen die Welt auf den Kopf, weil er gegen den Mainstream arbeitet und sagt, Leute, es geht nicht um das, was ihr euch anhäuft. Anhaufen könnt. Es geht nicht um das, was ihr euch sammeln könnt an Schätze oder irgendetwas, sondern es geht um was völlig anderes. Dieses Kind in der Krippe, es wird so werden, wie die Menschen es nicht haben wollten. Und die Folge ist, man will ihn loswerden und man wird ihn los. Er passte nicht ins Schema. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig mitnehmen können auf die Gründe dessen, warum wir vielleicht an diesem heiligen Abend und viele bei dieser Krippe stehen bleiben. Weil der erwachsene Jesus unbequem werden kann. Weil dieser erwachsene Jesus plötzlich mir so nahe kommen kann, dass ich all das, was ich so gedacht habe, auch in trockenen Tüchern zu haben, dass das alles plötzlich in Schwanken gerät. Jesus, das Kind in der Krippe, nein, der Erwachsene, der auf dem Weg ist, auf dem Weg zurück, um den geht es heute Abend. Es hat in der Geburt angefangen, ganz klar. Aber es ist nicht die Geburt, es ist der Mann. Und die Frage ist, was hat sich verändert? Was hat sich verändert, als Jesus damals auf die Welt kam? Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von Bianca Bleier. Dieses Zitat heißt, das Ereignis, das Weihnachten zugrunde liegt, ist so ungewöhnlich, dass viele Menschen es für eine Legende halten. Doch es gibt noch eine andere Deutung für das Unglaubliche. Das Abenteuer Weihnachten konnte sich kein Mensch ausdenken. Gott hat selbst Geschichte geschrieben. Liebe war der innere Grund der Menschwerdung Gottes. Liebe, die ungewöhnliche Wege geht. Sie war seine einzige Chance, uns zu retten. Er hätte alle Macht der Welt gehabt, die Weltgeschichte anders zu schreiben. Aber Liebe wäre niemals das Ergebnis gewesen. Es war ein Risiko, denn Liebe kann zurückgewiesen werden. Gott macht sich selbst auf den Weg in unsere Verlorenheit, um uns eine rettende Hand entgegenzustrecken. Seither lebt er mitten unter uns, wartet darauf, dass unser Herz auf sein Handeln reagiert. Und das ist der Schmerz Gottes. Als ich dieses Zitat las, habe ich darüber nachdenken müssen. Weihnachten ist die Geburt Jesu und zugleich fängt da auch der Schmerz Gottes noch einmal ganz anders an. Dieser Schmerz Gottes, der all das sieht, was die Menschen mit ihm machen werden, wie die Menschen reagieren werden und nicht so, wie er sich das erhofft. Und trotzdem lässt er Weihnachten werden. Ich finde das unglaublich. Und dieser Schmerz Gottes ist für mich etwas, wo ich sagen muss, alles, was wir hier in dieser Welt schmerzlich erleben, Gott schmerzt es noch viel mehr. Wenn ihr an diese Bilder denkt, die tagtäglich durch die Nachrichten geht. Wenn ihr an Menschen denkt, die euch vielleicht vor eurem inneren Auge sind und ihr spürt diesen Schmerz. Weihnachten heißt für mich, Gott schmerzt es noch viel mehr, weil er das Leid sieht. Was Menschen anderen antun, das tun wir letztlich Gott an.
weil er es völlig anders im Sinn hat und umsetzen will. Merken wir, wie Weihnachten plötzlich eine ganz andere Färbung bekommt? Es ist der allmächtige Gott, der seinen Sohn schickt auf diese Erde und trotzdem dahinter steht. Und das, was Menschen mit Menschen machen, durch die Jahrhunderte hinweg und auch an diesem Abend, es ist er, der diesen Schmerz teilt. Und Weihnachten ist für mich ein Punkt, was wir vielleicht immer wieder Gott fragen, das fragt er letztlich durch seinen Sohn Jesus uns selbst. Sag mal, warum hörst du mir eigentlich nicht zu? Warum wendest du dich mir nicht zu? Was hat dich veranlasst, dieses oder jenes zu sagen, zu tun oder auch nicht? Warum verschließt du dein Herz von mir? Das sind so Fragen, die mir gekommen sind beim Nachdenken und ich habe so gedacht, im Grunde genommen ist es ja oft so, das, was man von Menschen hört, wenn sie Gott fragen. Aber im Grunde genommen fragt Gott uns durch Weihnachten die gleichen Fragen. Weihnachten, vielleicht zerstöre ich euch eure Weihnachtsfreude heute Abend, ich weiß es nicht. Aber mir war das wichtig, dieses nochmal ganz neu in den Fokus zu bekommen, dass wir eben nicht diesen Trend mitmachen und sagen, ja, schöne Weihnachten, es muss alles stimmen, es muss alles ideal sein. Damals war nichts ideal und trotzdem ist Weihnachten geworden. Und das, was wir vielleicht mit Weihnachten verbinden, diese fröhliche Stimmung, ja, das ist es auch. Als die Engel gekommen sind, das haben wir eben gehört. Aber es ist auch das, was Jesus einmal sagen wird, neben dieser Freude, da geht es auch um das Leben. Da geht es darum, dass Jesus an dich und an mich ran darf. In Jesaja 9 ist es die Ankündigung der Geburt Jesu und in diesem Bibelvers werden 4 Namen genannt. Und für mich haben diese 4 Namen etwas mit dieser Welt und mit dir und mit mir zu tun. Und deshalb möchte ich mit uns mal diese 4 Namen ein wenig anschauen. Wunderrat, so hat Luther das übersetzt. Oder umsichtiger Ratgeber, finden wir in der guten Nachricht. Wunderrat, was heißt das denn? Ich habe das Gefühl, seit Corona sind die Experten aus dem Boden geschossen wie Pilze. Es gibt für alles einen Experten. Und nur wenn der Experte es sagt, dann ist es auch richtig. Bis hin zu Zeitungsartikeln, die wir lesen, wo dann Experten sagen, was gefährlich sein könnte für Kinder. Letztens stand es in der Zeitung. Und ich denke, Leute, denkt nach. Vielleicht kommt ihr selbst drauf. Auf wen hören wir in unseren Tagen? Auf die sogenannten Experten, die das wissen. Auch diejenigen, die sagen, ich weiß, wie Leben funktioniert. Und manchmal haben sie auch recht. Aber das, was Jesus hier sagt in seinem Leben, das, was Jesaja angekündigt hat, dass da ein Wunderrat kommen wird, einer, der mir raten kann, weil er weiß, was er sagt. Und das, was er mir sagt, das hat Hand und Fuß und muss nicht morgen revidiert werden, weil sich irgendetwas Neues ergeben hat. Wunderrat, und die Frage ist auch für uns heute, wem glauben wir? Wem glauben wir? Wen fragen wir um Rat? Gut, wenn wir Menschen haben. Aber ich denke, Weihnachten macht deutlich, da kommt jemand auf diese Erde, der raten kann, weil er Ahnung hat von deinem und meinem Leben. Der raten kann, weil er die Weisheit hat und weil er weiß, wie dein und mein Leben funktionieren soll. Wunderrat. Ein zweiter, Gott hält. Hört sich komisch an, Gott hält. Der Held Gottes. Wenn wir das Wort Helden hören, vielleicht gibt es unter uns Marvel-Fans, dann hat man das natürlich vor Augen. Ne? Egal wie es wird, meistens geht es gut aus, weil die schaffen das schon. Helden werden heute gemacht. Aber diese Helden, sie haben nichts mit dir und mir zu tun. Diese Helden bleiben anonym, sind oftmals nicht antastbar. Und da kommt jemand in die Welt, der Held Gottes ist und dieses Heldentum völlig anders lebt. Es ist nicht der Starke. Er ist stark, aber er verzichtet auf die Stärke. Er ist mächtig, aber er verzichtet auf die Macht und schlüpft in die Haut von dir und von mir.
Und das macht ihn zum Helden, weil er den Willen Gottes tut. Und das bis zum Schluss. Das Holz von Krippe und Kreuz ist gleich. Beide sind aus einem Holz geschnitzt. Diese Helden, die wir verehren, die sind anonym. Aber Jesus meint es persönlich. Und deshalb Weihnachten. Deshalb diese Krippe, deshalb dieses Kind, deshalb dieser Mann, der das, was Gott sich erdacht hat, später leben wird und den Menschen so nahe kommt, dass sie merken, hier ist Gott. Ewig Vater. Dann könnte man sagen, Moment, es gibt doch Gott den Vater und Gott den Sohn und der Sohn kam auf die Erde und wie ist das jetzt hier mit diesem Begriff des Ewigvaters? Ich habe eine Deutung gefunden und der kann ich mich anschließen, dass nämlich dieses Vatersein eine Frage der Perspektive ist. Ich bin Sohn meines Vaters und Vater meines Sohnes. Und wenn da steht ewig Vater, dann verstehe ich das so, dass Gott sozusagen die Verantwortung für dich und für mich, für dein und für mein Leben in die Hände des Sohnes übergeben hat. Dass er die Haftpflicht für dich und mich übernommen hat. Eine Haftpflicht, die es so nirgends gibt. Eine Haftpflicht, die kein Mensch leisten kann, aber auch kein Mensch leisten muss. Und diese Haftungspflicht, sie wird ihn das Leben kosten. Das wissen wir. Und der vierte Begriff ist der Friedefürst. Ich fand eine Geschichte, eine wahre Geschichte aus Papua-Neuguinea, die das einmal deutlich macht. Und ich lese sie uns einmal vor. Zwei Stämme, in deren Gebiet jemand arbeitete, waren über Jahre hinweg bis aufs Blut verfeindet. Immer wieder gab es gewaltsame Attacken und Gewalt. Es kam noch nie zu einer liebenden Begegnung. Bis zwei sich aus den unterschiedlichen Sippen ineinander verliebten. Ein Junge und ein Mädchen. Unbemerkt von den anderen und unbeeindruckt von der Fete ließen sie sich aufeinander ein. Und 9 Monate später erblickte ein kleines, schreiendes Friedenskind die Welt. Es brachte die Patriarchen der beiden verfeindeten Sippen derart ins Nachdenken, dass sie beschlossen, ihre Fete um dieses Kindes willen endgültig beizulegen. Eine wahre Geschichte. Friedefürst. Dieses Kind bringt das, was wir Menschen so dringend brauchen. Ich habe gestern oder vorgestern in der Zeitung verschiedene Artikel gelesen, da ging es auch um Weihnachten. Da ging es darum, wie wir Frieden machen können im Kleinen und das waren gute Ratschläge. Aber vielleicht kennt ihr das auch von euch. Ich weiß, dass meine Mittel begrenzt sind. Und richtiger, tiefer Friede, gibt es den? Jesus sagt ja, der Friedefürst, der den Shalom Gottes gebracht hat, der dafür einsteht und Frieden machen kann in einer Art und Weise, wie wir Menschen es nicht vermögen. Und deshalb ist er gekommen. Er wirkt Versöhnung. Wir werden es gleich sehen, dass Christus uns versöhnt hat. Versöhnt mit Gott. Man darf es heute ja fast gar nicht mehr sagen. Aber genau das ist das, was Frieden bringt. Und da, wo dieser Jesus einzieht, da, wo dieser Jesus hineinkommt in das Leben, da wirkt es sich auch auf unser Miteinander aus. Versöhnung wirkt sich aus. Und da, wo Versöhnung sich nicht auswirkt, stimmt irgendwas nicht. Und dieser Friedefürst, an den wir heute Abend denken, dieser Mann Jesus, er hat das gemacht. Und deshalb dürfen wir an diesem Abend fröhlich miteinander singen, fröhlich miteinander Weihnachten feiern. Aber vergessen wir nicht den, der zum Mann geworden ist. Und so können wir heute Heiligabend feiern und bei dem Kind in der Krippe stehen bleiben. Und dann können wir uns darüber unterhalten, was der alles Tolles gemacht hat. Da können wir wirklich den ganzen Abend füllen und einer sagt dem anderen, was der andere noch nicht gesagt hat.
Aber dann, wie der Benjamin gesagt hat am Anfang, dann kommt er nicht an uns ran. Dann unterhalten wir uns über ihn. Und deshalb vielleicht ein paar konkrete Vorschläge. Vielleicht gibt es Menschen hier, oder die das später mal sehen werden, die haben konkrete Fragen oder auch Zweifel. Dann ist es gut, zu dem zu gehen, der raten kann, zu dem Wunderrat. Es ist gut, das zu benennen, ihm vor die Füße zu legen. Vielleicht auch heute Abend. Dinge, die ich nicht verstehe. Das, was vielleicht in meinem Leben falsch gelaufen ist. Zu sagen, Jesus, da heißt es, du kannst raten. Jetzt rate mir bitte. Wenn du dich fragst, was im Leben trägt, dann gibt es einen Helden, der so ganz anders ist als das, was wir kennen. Aber der durch das, was er tat und wie er lebte, Menschen Grund unter die Füße gab, der sein Heldentum ganz anders auslebte und Menschen bei ihm zur Ruhe kamen. Wenn du vielleicht diese Sehnsucht hast nach einer tiefen, zuverlässigen Gemeinschaft und sie spürst und dich nicht abfinden willst mit dem Ist-Zustand, dann ist dieser ewig Vater da. Ihn kennenzulernen. Ich weiß, der Begriff Vater ist heute schillernd. Und trotzdem ist es ein Begriff, der in der Bibel steht. Und bei allen schillernden Begriffen, die wir mit Vater vielleicht verbinden, da gibt es jemanden, der ist wirklich Vater. Und sich mit diesem Vater zu beschäftigen, ihm diese Sehnsucht zu nennen, kann vielleicht ganz neu dieses Vaterbild in uns aufgehen lassen. Und letzten Endes, wenn du dich nach Frieden mit dir selbst und anderen sehnst, gelassener sein zu können angesichts komplexer Fragen für die Zukunft, dann sprich es vor dem Friedefürsten aus. Ich glaube, wenn wir heute durch Lixfeld oder durch die Ortschaft, wo wir herkommen, gehen würden und würden sagen, was wünscht ihr euch für diesen Weihnachten? Dann würden wahrscheinlich 9 von 10 Leuten sagen, Frieden. Frieden auf der Welt. Die Krux an der Sache ist, wir kriegen es nicht alleine nicht hin. Und deshalb braucht es diesen Friedenfürsten, der Menschen verändert. Es gibt Geschichten, die sind unglaublich, wo Versöhnung stattfand, weil Menschen zum Glauben gekommen sind. Wo ein Häftling aus dem KZ seinen ehemaligen Aufseher besucht, aufsucht. Und als der die Tür öffnet, wird dieser Mann, der die Tür öffnet, aschfahl im Gesicht, weil er ihn sofort erkannt hat. Und er sagte, jetzt bist du gekommen, um mich umzubringen. Nein, hat er gesagt. Ich bin gekommen, um mit dir Weihnachten zu feiern. Er hat einen Kuchen dabei, sie setzen sich an den Tisch und er spricht ihm Vergebung zu. Das sind wahre Geschichten. Und ich denke, wenn wir über Frieden nachdenken, dann können wir nur über Frieden wirklich nachdenken, wenn wir Jesus da mit hineinpacken, in dein und in mein Herz. Dass Frieden werden kann, dass man sich versöhnen kann in seinem Sinne, tief und endgültig. Und vielleicht sind das so Dinge, die man immer wieder mal tun muss, aber vielleicht gibt es auch Menschen, die das zum ersten Mal tun sollten. Die Fragen mal auszupacken, die Zweifel, die Skepsis. Das, was man vielleicht auch in einem schönen, frommen Mantel zurückhält. Jesus ist gekommen und bietet diese Möglichkeiten an. Und letzten Endes ist das für mich Weihnachten. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir gesegnete Weihnachten haben. Das ist was anderes als frohe Weihnachten. Gesegnete Weihnachten, dass nämlich dieses Kind damals im Stall, dieser erwachsene Jesus, der auferstanden ist und der lebt, die Möglichkeit hat, immer wieder neu uns und unser Herz zu erreichen. Dann ist Weihnachten. Dann ist Weihnachten. Sonst ist es äußerlich ja, aber innerlich nicht. Und weil er das möchte, deshalb wünsche ich uns genau das, diesen Segen Gottes, dieses gesegnete Weihnachtsfest, wo vielleicht das eine oder andere passiert. Und wenn nicht, dann freuen wir uns darüber, dass Jesus geboren ist, dass er gelebt hat, dass er starb und wiederlebt,
Und zwar so, dass wenn wir nachher auseinandergehen und wir zu Hause Weihnachten feiern, wir wissen dürfen, dass er bei jedem von uns ist. Gott sei Dank. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du an Weihnachten in diese Welt gekommen bist und hast die Welt verändert. Wir sehen das oft gar nicht so richtig. Und manchmal halten wir an den Dingen fest, die noch nicht geworden sind. Aber hilf uns an diesem Abend auch zu entdecken, was geworden ist. Du bist gekommen. Du hast diese Welt verändert. Du hast Menschen verändert. Du hast uns verändert, die wir an dich glauben. Und du willst es weiterhin tun. Und ich danke dir dafür, dass das eine Nachricht ist für diese Menschen in dieser Welt, zu der wir gehören, die wir brauchen. Eine Nachricht aber auch für uns, wo wir vielleicht an manchen Stellen dir im Wege stehen. Ich danke dir für dieses Fest, Weihnachten. Und ich danke dir dafür, dass es nicht an diese Tage gebunden ist, aber an diesen Tagen besonders noch einmal hervortritt. Das hast du für mich getan. Das hast du für uns getan. Du machst dich selbst als Geschenk für diese Welt. Danke dafür. Und so bitte ich dich, wenn wir gleich auseinandergehen, dass das mit uns geht. Vielleicht das eine oder andere, dass du es nutzt, in uns weiter wachsen lässt, reifen lässt. Und nimm nochmal herzlich Dank für das, was du möglich gemacht hast. Amen. Lasst uns noch ein Lied miteinander singen, das das nochmal aufnimmt: Jesus, unser Retter.
weil das so ist, dürfen wir in diesen Abend gehen und in dem Segen Gottes, und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht freundlich zu. Er gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Alle Jahre wieder, und was wäre Heiligabend ohne O du Fröhliche? Lasst uns dieses Lied noch singen und so auch diesen Gottesdienst dann beenden.